Guten Abend, mein Name ist André Tum von den Justus ganz nur. Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, doch warum sind wir wirklich hier? Weil wir ein Zeichen setzen wollen. Ein Zeichen gegen rückwärtsgewandte rechtsextreme Politik. Ein Zeichen für eine menschliche, solidarische und freie Gesellschaft. Wir möchten in einem Land leben, in dem es scheißegal ist, welche Nationalität, Religion bzw. Sexualität man hat oder welchem Lebensentwurf man folgt. Wir sagen, sei doch wie du bist. Solange du mit deinem Handeln nicht die Freiheit der anderen verletzt, hat es uns überhaupt nicht zu interessieren, was du machst und wie du lebst. Doch leider gibt es in unserer Gesellschaft eine Minderheit, die möchte das Gegenteil. Zu dieser Minderheit gehört auch die AfD. Diese Partei ist, obwohl sie in der Minderheit ist, sehr gefährlich für unsere Demokratie. Gefährlich aus zwei Gründen. Einmal wegen ihrem Parteiprogramm. Die AfD gibt sich gern als eine Themenpartei, aber das ist sie nicht. Wenn man in das Programm zur Landtagswahl hineinschaut, dann wird einem ganz anders zumute. Sie fordern neben ihrer Anti-Asyl-Politik unter anderem den öffentlich-rechtlichen Rundfunk aus dem allgemeinen Haushalt des Bundes zu finanzieren. Durch staatliche Zuwendungen wurden übrigens auch in Russland alle Medien fast komplett gleichgeschaltet. So viel zum Thema Lügenpresse. Zudem möchten sie die Ämter für Verfassungsschutz auf Landesebene mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz zu einer Behörde mit Ausstellen in den Bundesländern zusammenfassen und somit einen riesigen Überwachungsapparat schaffen. Die Stasi lässt grüßen. Außerdem lehnen sie die deutsche CO2-Vermeidung auch mithilfe von CO2-Zertifikaten als Klimaschutzmaßnahme ab. Unsere nachfolgenden Generationen werden es ihnen sicher danken. Des Weiteren wollen sie Unterrichtsdisziplin einfordern und konsequent durchsetzen. Die Rektoren und Lehrer aller Schularten sollen Rückendeckung der Schulbehörden erhalten, wenn das nicht nach dem Rohrstock riecht. Dass die AfD zusätzlich gegen Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau sowie das Recht auf Abtreibung ist und sexuelle Vielfalt als volkserzieherische Überhöhung von nicht-heterosexuellen Menschen ansieht, ist wahrscheinlich wieder bekannter. Der andere Grund, warum die AfD gefährlich ist, ist, wie sie sich in der Öffentlichkeit gibt. Da wird schon einmal gefordert, dass man auf schutzsuchende Menschen schießt oder getönt, dass wenn die AfD komme, man aufräume. Im Nachhinein war das dann immer ganz anders gemeint. So versucht man, sich dann wieder rauszureden. Doch mit solchen Aussagen zündelt man in einer sehr aufgeheizten Stimmung. Das Ergebnis sieht man, wenn dumme Menschen aus dummen Worten Taten folgen lassen. Klausnitz, Weissach, Salzhemdorf sind nur die kleine Spitze des Eisbergs. Welche Größe? Und zum Schluss noch etwas direkt an die AfD. Nein, es ist nicht undemokratisch, hier ein Zeichen gegen eure rückwärtsgewandte Politik zu setzen. Es ist unsere demokratische Pflicht. Wir werden euch nicht verbieten können. Aber wir können eine breite Gegenöffentlichkeit zu euren kruden Ideen schaffen. Deswegen danke ich jeder einzelnen Person, die heute und morgen ihren Mund gegen die AfD aufmacht. Wir werden nicht Ruhe geben, bis ihr wieder aus all unseren Parlamenten rausgeflogen seid. Vielen Dank.